Es ist kein großes Geheimnis, dass der Downhill-Sport in vielerlei Hinsicht der spektakulärste im Mountainbike-Kosmos ist. Und dazu gehören nicht nur die Strecken und die Leistung darauf, sondern auch die Technik. Downhill-Räder sind ein einziger Blickfang und der Weltcup wird auch gerne mal als Formel 1 des Mountainbike-Sports bezeichnet. Aber in so einem geballten Spektakel fallen einzelne Räder im Großen und Ganzen fast nicht mehr auf. Naja, nicht ganz. Das Garmux Factory Team schickt einen Wagen auf die Strecke, bei dem man sein gelangweiltes Scrollen durch den Insta-Feed unterbricht und einen Moment mal genauer hinschaut. Das zur Schau stehende Rad ist der Dienstwagen vom Schweizer Juniorenfahrer Mike Hutter. Und bevor wir in die Details gehen, hier kurz die Hard Facts. Der Rahmen ist aus Aluminium gefertigt und das vorliegende Rad kommt mit einem Reach von 485 mm. Das High Pivot Heck kommt dabei auf 460 mm Länge. Beim Lenkwinkel hat man sich für die gängigen 63 Grad entschieden. Je nach Präferenz von Pilot oder Pilotin kann dieser allerdings auch noch etwas angepasst werden. Der Federweg liegt vorne bei 203 und hinten bei 197 mm. Zu dem futuristischen Look gehört neben dem in der Schweiz gefrästen Rahmen auch das verbaute Sechsganggetriebe von Pinion. Für mich persönlich wirklich auch eine sehr schöne Lösung. Immer wieder erleben wir bei Downhill-Rennen, dass Ketten wegen aggressiven Schaltvorgängen reißen. Das wird mit Getriebe quasi unmöglich. Und wenn ich dann noch im Hinterkopf behalte, dass diverse Teams mit Gewichten unter dem Tretlager experimentieren, ja, dann frage ich mich doch, warum nicht das Schöne mit dem Nützlichen verbinden und gleich ein etwas schwereres Getriebe einbauen? Im Falle des Sego-Rades sogar mit Zahnriemen statt Kette. Bei Pinion gehört das ohnehin zum Standard und gerade am Getrieberad spricht auch wirklich viel dafür. Romeo Cairoli, der Teamchef, Mechaniker und Führungskraft im Hause Garmux ist, schwört total darauf. Ihn überzeugen die deutlich größere Stabilität im Vergleich zur Kette, die Langlebigkeit und die Abwesenheit von irgendwelchen unerwünschten Geräuschen. Das Garmux-Team gehört zu den wenigen Teams, die schon seit Frühling das Smart-Shift-System von Pinion testen dürfen und haben es erstmals auf dem UK Cup in Fort William im Mai in den Einsatz gebracht. Für alle, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, hier einmal grob erklärt, was es damit auf sich hat. Man kann Smart Shift mit drei Modi fahren. Modus 1, Standard, lässt sich bedienen wie jede herkömmliche Schaltung, also komplett manuell und nix mit Smart. Modus 2, Start Select. Man wählt einen Gang aus, der quasi als Ausgangsposition bzw. Startgang gilt. Im hinteren Rotor befindet sich ein Speed-Sensor, der dem Smart Shift Bescheid gibt, sobald das Rad gestoppt wurde. Dann schaltet es wieder in den eingestellten Ausgangsgang um, wenn man so will. Schon ein bisschen smarter. Und Modus 3, Pre-Select. Alle Autofahrende, die das Schalten mit einer Haarschaltung vollkommen verlernt haben, verstehen dieses Prinzip sofort. In diesem Modus stellt man eine Kadenz ein, in der hochgeschaltet wird, wenn man diese erreicht bzw. überschreitet und umgekehrt natürlich runterschaltet, wenn man diese unterschreitet. Ziemlich smart und je nachdem, wie gut das Ganze funktioniert, womöglich auch wirklich eine solide Erleichterung in einem Downhill-Race-Run. Kurbellängen können, wie fast alles, auch zur Raketenwissenschaft ausarten. Hier hat man wohl auch viel herumprobiert und ist letztendlich aber bei der klassischen Downhill-Kurbellänge von 165 mm herausgekommen. Kommen wir zur Front. Das Garmux-Team ist in puncto Fahrwerk auf Manitou unterwegs und hat vorne die All-Time-Classic Dorado Pro Carbon verbaut, die schon seit Jahrzehnten der feuchte Traum vieler Downhill-Fans ist. Genau wie alle anderen High-End-Downhill-Gabeln gibt es auch bei der Upside-Down-Dorado die Möglichkeit, Rebound und Compression in puncto High- und Low-Speed einzustellen und entsprechend anzupassen. Im Unterschied zu den meisten anderen Gabeln arbeitet die Dorado jedoch mit zwei Luftkammern, wodurch bestimmte Federwegsbereiche unterschiedlich abgestimmt werden können. Die Hauptkammer ist dabei mit 58 bis 60 PSI und die untere Kammer, die hauptsächlich den zweiten und letzten Teil des Federwegs betrifft, mit 175 bis 180 PSI gefüllt. Der Dämpfer ist ein Prototyp, den das Garmux-Team gemeinsam mit Manitou optimiert hat. Die Hauptluftkammer wurde neu designt und auch die Negativluftkammer wurde vergrößert. Zudem kann man beide Federelemente, also Gabel und Dämpfer, mit Volume Spacern ausstatten, um noch mehr Progression zu erzeugen. Zum Thema Volume Spacer haben wir übrigens auch schon mal ein komplettes Video gemacht. Falls ihr da mehr drüber wissen wollt, einfach einmal anschauen. Insgesamt ist das Rad farblich sehr schlicht gehalten. Bei Griffen und Bremsanlage knallt es dafür ordentlich. Die Ergon GD1-Griffe glühen förmlich in Orange.
Porsche und auch das Lila der Hayes Dominion sieht einfach nur schmackofatz aus. Gebremst wird, wie bereits erwähnt, mit einer Hayes Dominion auf in Anführungszeichen nur 203 mm Bremsscheiben. Und passend zu den Bremsen stammen auch einige der anderen Anbauteile von der Hayes-Gruppe und so finden sich unter anderem eine 780 mm breite Pro-Taper Lenkstange sowie ein 48 mm langer Pro-Taper Vorbau. Die Felgen stammen entsprechend von der Firma Reynolds. Spannenderweise sehen wir jedoch ein im Handel erhältliches 309er Black Label Carbon Laufrad. An der Front am Heck handelt es sich wohl um einen Prototypen. Kurios? Ja, schon ein bisschen. Und ihr solltet mal eure Theorien in die Kommentare schreiben, warum man da nur am Hinterrad auf dem neuesten Stuff unterwegs ist. Hatte man vielleicht nur 2-3 Laufradsätze des Prototypen und alle anderen Vorderräder sind schon aufgeraucht? Ist die neue Version leichter, schwerer, steifer? Who knows? Naja, darüber folgen dann auf jeden Fall Inserts an Vorder- und Hinterrad sowie Pneus der Firma Schwalbe. Zumindest beim Weltcup in Dijé war Junior Mike Hutter hier mit Magic Marys unterwegs. In jedem Fall ein sehr, sehr spannendes und auch schnelles Fahrrad. Platz Nummer 8 in der Gesamtwertung sollte es für den jungen Schweizer am Ende werden und ich freue mich, ihn in seiner letzten Junior-Saison nächstes Jahr bestimmt auch mal auf dem ein oder anderen Podium zu sehen. Wie wird sich das getriebegeschaltete Downhill-Bike weiterentwickeln? Naja, erstmals sind Getriebeschaltungen so gesehen nichts Neues. Greg Minnaar und Co. sind damals mit Honda schon eine gefahren und immer wieder ploppen neue Konzepte und Ausgestaltungen auf zu meinen Jugendtagen, etwa mit Pinion ausgestattete Nikolais oder Cerodes. Aber auch die kamen und gingen. Dennoch sind wir gespannt, ob gerade mit dem Erfolg des Getriebes am E-Bike der ein oder andere Hersteller vielleicht doch nochmal ein paar Getriebe mehr für die Downhill-Bikes mitbestellen wird. Das Know-how in der Rahmenkonstruktion um das Getriebe herum sollte dann ja schließlich schon da sein. Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch ein Like. Ansonsten könnt ihr uns natürlich noch abonnieren und die Glocke drücken und einfach alle Videos von uns schauen. Oder ihr geht Radfahren. Eure Entscheidung. Bis dann. Tschüssi.